bin Yvonne von Mandelo. Ich bin hier in meinem Garten und möchte dir heute unser Kupferwerkzeug zeigen. Wir haben das seit letzter Saison mit im Programm. Ich habe es deshalb mit ins Programm genommen, weil ich so begeistert davon bin. Als Permakulturanhängerin war ich nämlich ganz lange auf der Suche nach einem Werkzeug, was meinen Boden, wenn ich ihn schon bearbeiten muss, so schonend wie nur möglich bearbeitet. Und es hat nicht lange gedauert, da bin ich mit meinen Internetrecherchen auf Viktor Schauberger gestoßen. Viktor Schauberger war Naturforscher und Philosoph und er hat in den 50er Jahren sich damit beschäftigt, ja, wie wirkt sich es auf den Boden und auf die Qualität aus, wenn man seinen Acker oder auch den Boden in seinem Garten, Hobbygarten, mit Eisenwerkzeugen behandelt. Durch den Abrieb des Eisens im Boden entwickelt sich Rost und Rost wirkt lebenszerstörend. Und er hat beobachtet, dass die Erträge auf dem Acker dadurch tatsächlich sinken. Das war in den 50er Jahren, muss man dazu sagen. Da wurden die Äcker auch noch nicht so bespritzt, aber diese Auswirkungen hat er dort trotzdem schon festgestellt, alleine durch die Benutzung von Eisenwerkzeugen. Ich hoffe, dass meine Enten jetzt hier nicht so laut sind. Ich musste die nämlich alle füttern, denn wenn die mich sehen, dann schreien sie immer alle. Egal. Ich selber habe dieses Werkzeug schon getestet. Wie ihr an dem Spaten seht, ist der schon fleißig in Benutzung. Der hier noch nicht, der ist noch neu, der glänzt noch ganz schön. Ja, Viktor Schauberger hat sich zusammen mit seinem Sohn Walter, dann nachdem er diese Erkenntnis gewonnen hat, dem Edelmetall Kupfer zugewandt. Und Kupfer hat folgende tolle Eigenschaften. Und zwar, die Spurenelemente, die von diesem Werkzeug im Boden bleiben, wirken sogar begünstigend auf die enzymatischen Vorgänge im Boden. Das heißt, wenn du mit Kupferwerkzeug deinen Boden bearbeitest, verbesserst du sogar die Qualität deines Bodens. Danke, Rosa. Zerstörst die Mikroorganismen nicht. Noch dazu kommt, dass Kupfer das natürliche Spannungsfeld, welches im Boden herrscht, nicht beeinträchtigt. Eisen tut das. Dieses Kupferwerkzeug kommt aus Österreich. Es ist handgefertigt, wie man sieht, wenn man hier ein bisschen rankommt. Man sieht hier nämlich noch die Arbeitsspuren an den Nähten. Man sieht es hier auch ein Stück weit an den Kanten. Es hat einen Holzstiel, ja, der schön griffig ist und der auch jederzeit wieder gewechselt werden kann. Und die Kanten hier sind relativ scharf, also sehr scharf bei diesem Kupferwerkzeug. Und die können auch immer wieder nachgeschärft werden, genauso wie das Kupfer auch wieder ausgedengelt werden kann. Ja, wir haben von den Spaten zwei Modelle. Also ich, wie ihr seht, benutze diesen Frauenspaten hier, der heißt Auwa. Ich benutze den so gerne, weil er so leicht und so handlich und so griffig ist und sehr viel kraftsparender als so ein Eisenspaten. Naja, und für die kräftigen Männer gibt es natürlich dieses Modell hier, ne? Die können sich dann daran austoben. Ja, wie bei allem ist handgemachtes Werkzeug natürlich preisintensiver als anderes Werkzeug. Und man muss dazu sagen, Kupfer ist um einiges teurer als Eisen. Aber du investierst hier vermutlich nur einmal in deinem Leben und hast dann für den Rest deines Lebens dein Werkzeug. Ja? Es rostet nicht, es ist leicht, man kann es nachschärfen, man kann es wieder ausdengeln und also ich bin total begeistert davon. Ich hoffe, du auch. Und schau doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei, www.mandelo.de. Da findest du jede Menge Werkzeuge. Ich werde immer wieder mal ein Video bringen und dir ein neues Werkzeug vorstellen. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Also sag mir, wie gefällt dir der Umgang mit diesem Werkzeug? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Und ja, wie sieht es mit deinen Ernteerträgen aus auf dem Acker? Bis bald. Tschüss.